next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Grimtales Gefährliche Wünsche. Ja, wir sind jetzt, wir hatten ja jetzt das letzte Mal hier beendet. Jetzt muss ich mal schauen, was haben wir denn alles im Inventar? Okay. Ich muss jetzt einfach wieder reinkommen, weil es schon ein bisschen her. Beziehungsweise ich könnte ja auf der Karte schauen. So, was haben wir denn hier? Oh, hier sind wir doch. Wir haben hier... aktiviere den Wetteraltar. Hier waren wir noch nicht. Da geht's dann wahrscheinlich mit dem Luftballon. Öffne die Truhe. Lege Gray in den Korb des Ballons. Des Ballon. Ballons. Starte den Brenner. Ich noch so viel. Öffne den Brunnen. Zersäge die Wurzel. Öl die Hand des Schamanen ein. Okay. Wir bekommen immerhin dann wieder ein weiteres Teil eines Totems. Haben wir Öl zufälligerweise dabei? Oder können wir den Fisch dafür verwenden? Nein. Okay, Öl müssen wir noch holen. Aber eigentlich könnten wir... Schade. Gut. Ich frag mal eben hier. Ich sah einen Brunnen im Wald. Bringe die Glühwürmchen mit dem Käfer zum Leuchten. Und öffne die Abdeckung des Brunnens. Ach ja, da war ja dieses Rätsel, ne? Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, werde ich definitiv die Lösung verwenden, weil, ja. Ich muss definitiv als letztes am Zug sein. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Hä? Bin ich aber rausgegangen? Oh. Nein. Aber es ist immer... Wieso? Bei jedem Zug kannst du 1 bis 3 Käfer auswählen, um sie von der Reihe zu entfernen. Dann ist die Eidechse am Zug. Du gewinnst, wenn alle Käfer entfernt sind und du nicht die Eidechse den letzten Zug machst. Oder ist es so gemeint, wenn keine Käfer mehr da sind, dass ich, der Käfer, die Adresse fertig ist? Okay, mal. Schauen wir mal. Probier's einfach mal aus. So. Nö. Scheiß drauf. Ich bin jetzt echt keinen Nerv auf dieses Rätsel. Ich muss in den Brunnen gelangen, doch ohne eine Leiter schaffe ich da nicht rein. Aha. Da kommen also die ganzen Totems drauf. Wir haben ja welche dabei. Hä? Ich sollte etwas anderes versuchen. Ich würde mich wohler fühlen, wenn es hier etwas heller wäre. Ah.
Dieses Teil und dieses Teil. Haben wir zufälligerweise noch ein Totem-Teil? Zweig? Nein, okay. Das heißt, wir können also erst dadurch, wenn wir hier alles... Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas hier? Nein. Gut. Das haben wir. Was haben wir hier? Repariere den. Das Totem. Ja, stimmt. Das war, glaube ich, mit Klebeband, ne? Genau, dann können wir das dann da auch mit gleich hier dazu stellen. Dann können wir auch schon hier durch. Oh Gott. Ich ahne schon hier. Ein Luftsymbol. Dann gehört hier wohl eine Figur der Lüfte hin. Ein Vogel vielleicht. Oder die Feder? Okay. Sieht wie ein Symbol, Erdsymbol aus. Auf dieses Podest gehört vermutlich ein etwas erdnahe Statue. Okay. Sieht wie ein Wasserzeichen aus. Ich vermute, das Podest benötigt eine Figur mit Wasser zu tun hat. Schade. Und hier erstmal nichts machen. Hui. Braver Eisbär. Zum Glück bist du angekettet. Ich würde mein Leben darauf verwetten, dass ich schneller bin. Ich erinnere mich, dass Gray von einem Legende sprach, nachdem ein bestimmtes Feuer einem Tier, das den Dämon austreiben könnte. Dafür brauchen wir dann wahrscheinlich dann den Trank. Beziehungsweise Holz. Sollte ich was anderes versuchen. Aha. Ach, da können wir dann drauf zugreifen, oder was? Ja, gut. 3 plus 3 gleich 6. Das heißt, irgendwo muss die Zahl 6 sein. Da oben. Kaviar und Stern. Kaviar. Schade. Ein Stern. Das sehe ich jetzt noch. Ach, da hinten. Zumindest mal den Stern. So, als nächstes wäre der Eichel, Cracker und Tambourin. Der Cracker. Ach, das war Kaviar. Ja. Sind das Pin oder sowas? So, das sind die Cracker. Jetzt brauchen wir noch das Tambourin. Na, das war der Bär. Wie kann ich die Flasche öffnen? Ja, ein Korkenzieher, ne? Im Zweifel. Oder einfach kaputt machen. Ah, wir haben einen Punkt hier. So, Notiz. Brombeere. Oh. Das wollte ich nicht. Ach, das ist die Brombeere. Ein Hase. Da oben ist der Hase. Yay, ich hab einen Hasen gefunden. Malpinsel hatte ich doch irgendwie gesehen. Oh, jetzt könnte ich schwören, dass ich hier einen gesehen habe. Ich
Wisst ihr jetzt auch nicht, was wir hier aus diesem Rätsel hier rauskriegen sollen. Oh, da war das Tamburin. Wenn man sich da so durchklickt und dann da versehentlich da rausklickt. Ach komm. Och. Ein bisschen größerer Malpinsel, ja. So gemacht, das könnte sich als nützlich erweisen. Der Bär. Ist die Frage, für was steht der Bär? Definitiv nicht dafür. Wenn sie hierfür stehen? Der Vogel hierfür? Okay, aber... Ach, ein Kolibri, mein Alter, ja. Okay. Okay, da ist irgendwas da in der Wand. Fischöl. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Gut, ich glaube, da haben wir hier, glaube ich, irgendwas. Da definitiv nicht. Schade. Ach, da brauchen wir das ja auch noch hier. Oha. Ich grauste schon hier vor diesem Rätsel. So, da bin ich wieder. Es war wichtig, da musste ich mal antworten drauf. Auf die Frage. So. Wo waren wir denn? Ah ja. Ich verstehe. Ich muss dann dennoch auf dem Dachboden. Das ist ein... Ah. Okay. Oh, nein. Ich, nicht die Katze. Auch nicht das Menü. Dachboden. Ach, da! Ja gut, dann haben wir unseres Vögelchen. Was haben wir denn hier? Hi! Ich sollte etwas anderes versuchen. Ja, ist mir klar, dass du etwas anderes versuchen solltest. War da nicht hier irgendwas mit? Nee, das war was anderes, okay. Gut, hier haben wir alles erledigt. Kante einölen, öffne die im Kräuterschrank. Das war der hier, ne? Stimmt, da brauchte ich dann noch ein Blatt. Was ich nicht habe. Okay. Ziehe Grey heraus. Und dafür brauche ich ein Seil. Bin hier gerade. Okay, ich werde da jetzt gar nicht ganz schlau drauf. Ich fühle, dass nur das Feuer den Eisbär von seinen Felsen des Zorns befreien kann. In der Eishöhle mit dem Bären gibt es eine Feuerstelle. Lege das Heu auf das Feuerholz. Hätte mir auch so einfallen können, ne? Einmal. Zweimal. Aber passieren sie da nicht. Braver Eisbär, zum Glück bist du angekettet. Feuerholz. Vielleicht wollte Gray ein besonderes Feuer entzünden, um den Bären... den Dämon auszutreiben. Ja, da fehlt mir dann halt noch das, was der eine da hat, der eine Zippy da hat, in der Hand. Was das denn hier sein soll? Gray, was für ein hilfsbereiter Mann. Er hat eine Zeichnung mit allen Zutaten für das Feuer zurückgelassen. Ja. Aha. Jetzt können wir den Kräuterschrank auch öffnen.
Oh Gott. Fülle so viele Waben wie möglich mit roten Blumen. Übersprungene Blumen verändern die Farbe. Klicke auf eine rote Blume, um einen Zug zu machen. Blumen, die sich auf benachbarten Waben bewegen, vervielfachen sich. Doch nicht, wenn sie weiter wegspringen. Okay. Alter, wie stressig ist das denn? Alter, was ist das denn bitte schon für ein grässliches Spiel? Ich starte mal neu. Ist schon verloren. Machen dürfen. Und mal start. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen zu so still bin, aber. Das ist ja so schrecklicher Fehler. Ja, das war auch ein Fehler. Was ist das? Oh Gott, diese... Da hab ich geschlafen. So, das haben wir. Ha! Haben wir es doch hier. Also die Wurzel brauchen wir definitiv. So, das haben wir hier dann auch erledigt. Was haben wir noch im Dachboden noch? Also den Wandalter. Also den hier. Hat er schon mal über diesen Altar wirklich...
Um ihn zu aktivieren, muss ich die fehlenden Sonnenmarken finden. Bis jetzt habe ich noch keine einzige Sonnenmarke gefunden. Im Eiskräuter gibt es drei Podeste. Zähle die Fi Ach ja, Fischfigur? Ich habe noch keine Fischfigur. Im Fisch, ja. Schön. Das ist eine Alraune, aber eine Fischfigur? Wo bekomme ich die Fischfigur her? Ja, da brauche ich das Öl. Muss auf jeden Fall irgendwas mit dem Fisch sein. Alter, ja, schlecht hier so ein Fisch. Wirklich. Gut. Aber das auch jetzt mal. So, Pilz. Pilz fährt Schneeflocke. Pilz fährt Schneeflocke. Ah. Okay. Nehmen wir das Pferd. Ein Pilz. Sehe ich momentan noch nicht. Also, eine Schneeflocke. Sehe ich auch momentan noch nicht. Vielleicht ist es noch getarnt. Aber weiß ich nicht. Pfauenfeder. Löwe-Distel. Ein Löwe und eine Distel. Nehmen wir die Distel. Brauchen wir nur noch den Löwen. Oh, da war die Schneeflocke. Dieses Geräusch gibt irgendwie auf den Keks. Ah. Die Erde sind müde zu stoßen. So. Habe das Chili-Pulver dann auch gefunden. Oh, blau. Wo ist der Knoblauch? Knoblauch, wo bist du nur? Ich brauche noch... Ach, da oben ist der Knoblauch. Ich brauche auch noch einen Fisch und den Pilz. Gut, den Fisch habe ich schon mal gefunden. Jetzt brauche ich noch den Pilz. Ich stehe noch direkt bei meiner Nase, ne? Gut. Gut gemacht, das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, und ich weiß auch schon wo. Achso, ich muss ja erstmal eh nochmal zum Schamanen, damit ich das Öl benutzen kann. Ja. Und jetzt gehen wir einmal hier hin. Das muss ins Feuer. Das muss ins Feuer. Und das hier. No, ein süßer kleiner Eisbär. No. Wenn ich nicht völlig den Verstand verliere, glaube ich, dass Gray hinter dieser Wand... Wand aus Eis ist.
Ist die Frage, wie komme ich da am besten hin? Okay. Aber wir haben jetzt eine weitere Sonnenmarke. Was heißt denn hier eine weitere Sonnenmarke? Wir haben jetzt eine. Weil theoretisch können wir dann hier... Info. Verwandle alle Marken zu Sonnenmarken. Und in Sturm vertreiben klicke auf eine Sonnenmarke und eine weitere, um die Sonnenenergie zu transferieren. Du verwendest eine Marke, wenn die Sonnenenergie höher ist als die Zahl auf der Marke. Das ist so lästig. Ah, so kann ich das dann... Aha. Das ist blockiert. Verdammt. Ich will dagegen nicht ankommen, weil, ja. Komm schon, liebe Sonne. Alter, das ist aber auch ein sehr langes Prozedere, kann das sein? Ich muss auf jeden Fall schaffen, dass ich den Schnee da vertreibe. Und das sieht recht gut aus. Ich würde da gerne noch ein bisschen mehr Kraft dahinter setzen, aber es wird halt blockiert. Durch diese Holzstäbchen. Aber wir haben es ja gleich. Meine Güte. Das ist sehr, sehr intensiv. Komm. Geh doch. Das ist doch recht einfach. So. Ah, und damit kommen wir dann wahrscheinlich, ne? Damit kommen wir dann doch wahrscheinlich hier, das ist doch hier kaputt noch ein Gabel hier. Aha. Auf jeden Fall. Oh je. Armer Gray, ich sollte versuchen, das Bein zu stabilisieren. Ich brauche Zweige und einen Verband. Nicht schön zu identifizieren. Stöcke hätte ich. Kann er nicht mit dem Seil machen? Würde er was anderes versuchen. So. Ich hebe Gray besser mit einer Trage heraus. Ob es einen beim Heißluftballon gibt.
Stimmt. Aber erstmal öffne hier die Kiste, ne? Alter. Wie so ein Anker. Ach so, so ein kleines Medaillon-Anker, okay. Ein Flachmann. Flachmann und eine Trage.